Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen zu Folge 9 des AAA-Podcasts All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Die heutige Frage, da habe ich ehrlich gesagt gar keine Person mehr zu, weil das eine Frage ist, die wirklich häufig jetzt durchkam. Und ich nehme jetzt einfach nur die Frage stellvertretend für euch alle, die ihr sie eingesendet habt. Und zwar war die Frage, was bewirkt eigentlich Schwarzwasser? Und interessanterweise habe ich zu dem Thema tatsächlich auch schon vor einiger Zeit ein Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht, weshalb mich auch so ein bisschen gewundert hat, warum diese Frage so häufig rein kann. Aber ich habe mich dann dazu entschlossen, einfach die Audiospur dieses YouTube-Videos hier nochmal im Rahmen dieses Podcasts zu veröffentlichen. Ich war da nämlich im Garnelenhaus in Hamburg zu Besuch und habe zusammen mit dem Carsten Logemann das Video aufgenommen, wo er mir geholfen hat, Schwarzwasser zu verstehen, weil er hat da sehr viel mehr Erfahrung als ich und kann euch da auch im Endeffekt sehr viel mehr beibringen, als ich das alleine könnte, weshalb es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll ist, das hier nochmal als Audiospur in Podcast-Form nachzuhören. Ich benutze in diesem Video natürlich ab und zu Begriffe wie die Videobeschreibung oder die Links findet ihr dann unten in der Videobeschreibung oder solche Geschichten. Das ist, wie gesagt, dem geschuldet, dass ich jetzt hier einfach die Audiospur des Videos einmal genommen habe. Lasst euch davon nicht irritieren. Alles, was ich in die Videobeschreibung auf YouTube geschrieben habe, schreibe ich auch nochmal hier in die Podcast-Beschreibung rein, sodass du auch die gleichen Links hier einfach findest und nicht extra auf YouTube wechseln musst. Aber auch das Video, also auch den Link zum YouTube-Video, findest du in der Podcast-Beschreibung, wenn du dir das Ganze vielleicht einfach nochmal mit Bewegtbild zusammen anschauen möchtest. Jetzt viel Spaß bei dem Interview. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und ihr seht schon, ich bin nicht bei mir zu Hause und ich bin nicht alleine, denn ich sitze gerade im Garnelenhaus hier in der Nähe von Hamburg und habe hier neben mir den Carsten Logemann, einen der Besitzer. Und im heutigen Video geht es um das Thema Schwarzwasser. Schwarzwasser habe ich mich ja so ganz grob bisher mit beschäftigt, als ich meinen Better geholt habe, meinen Better Maracaliensis von Frank's Betters, weil der mir nämlich empfohlen hat, ich soll doch mal bitte auch Huminstoffe mit hinzufügen, ich soll am besten Seemandelbaumblätter mit in das Becken tun, das würde dem Tier sehr gut tun. Und ich habe das mehr oder weniger so übernommen, aber mir ist ehrlich gesagt selber auch nicht so vollkommen klar, was tut Schwarzwasser eigentlich und warum ist das sinnvoll? Und deshalb habe ich mir hier den Carsten mitgeholt und du kannst mir da, glaube ich, ein bisschen weiterhelfen. Du hast ein bisschen Erfahrung. Ich hoffe, ja. Ja, wir haben uns seit einigen Jahren mit Huminstoffen beschäftigt. Und es ist erstaunlich, was da so für positive Effekte bei rausgekommen sind, beziehungsweise was wir für wissenschaftliche Studien gelesen haben. Da sind also diverse Vorteile, die wir als Aquarianer nutzen können. Du sagst auch jetzt schon immer Huminstoffe. Du hast mir das vorher schon einmal kurz gesagt, weil ich sag immer Schwarzwasser, weil ich das Gefühl habe, Schwarzwasser ist irgendwie das, womit Leute mehr was verbinden. Du beziehst dich scheinbar schon explizit auf Huminstoffe. Warum? Ja, die Huminstoffe machen im Prinzip das Wasser braun. Okay. Ne? Und Rio Negro als Beispiel, der ist halt voll mit Huminstoffen. Und weil das eben diese braune Färbung hat, wird es Schwarzwasser genannt. Ja. Huminstoffe sind gelöste organische Kohlenstoffe. Mhm. Und sie sind immer in einer riesigen Anzahl in allen Habitaten eigentlich zu finden. Okay. Im Rio Negro extrem hoch, aber selbst in den Weißwasserflüssen, von denen du sprichst, ist die Konzentration immer höher als alle Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen zusammen. Okay. Also um ein Vielfaches sogar teilweise höher. Sodass eigentlich alle Tiere und Pflanzen, die wir pflegen in den Aquarien, es gewohnt sind, Huminstoffe um sich zu haben. Ja, okay. Also wie gesagt, ich hatte ja diesen Hinweis bekommen von Frank, von dem Züchter, der halt gesagt hat, hier für die Bettas, gerade für die Wildform, die leben halt in den Habitaten, wo das vorkommt. Jetzt weiß ich sozusagen, okay, Bettas mögen Huminstoffe oder mögen halt Schwarzwasser in dem Sinne. Für wen ist das förderlich? Also für was würdest du das empfehlen? Ich empfehle das für jeden von uns. Also Huminstoffe sollten nicht fehlen. Ich finde, das sind eine der wichtigsten Zutaten, die man in einem Aquarium zutun sollte. Okay. Und die Konzentration muss nicht hoch sein. Also eine sehr geringe Konzentration, dass das Wasser praktisch kaum sichtbar sich braun färbt, reicht schon aus, um die positiven Effekte zu erreichen. Mhm. Also man muss diesen Schwarzwassereffekt überhaupt gar nicht erreichen. Okay, das ist natürlich auch interessant, weil das ist, also klar, gerade wenn es um Aquascaping geht, ne, wir wollen halt die ultraklaren. Ja, genau, das widerspricht dem sozusagen ein bisschen. Aber da sie doch wirklich so wichtig sind,
sollte man nicht drauf verzichten. Also du hast vorhin kurz gesagt, was es ist, aber was macht es denn überhaupt? Also warum ist das gut? Ja, also man muss bedenken, dass, wie ich eben schon sagte, jede Pflanze und jeder Fisch, jede Garnele auch ist in ihrem Habitat einer hohen Huminstoffkonzentration ausgesetzt. Mhm. Und diese Huminstoffe wirken direkt und indirekt auf die Organismen. Indirekt ist zum Beispiel, dass sie pilzhemmend sind, sodass sich also Pilze und auch Bakterien, es wirkt leicht antibakteriell, breiten sich also nicht so stark aus. Also schon mal vorbeugend. Vorbeugend, genau. Ja, man hat in der Natur ja immer, also jeder Fisch hat ja mit Parasiten zu tun, mit Pilzen und mit Bakterien. Das ist einfach in jedem Habitat, das ist ganz normal. Als Menschen auch um uns herum. Ohne Bakterien können wir nicht leben. Aber auch in unseren Aquarien ist das ja voll. Und dieses Gleichgewicht zwischen den Parasiten und den Wirten zum Beispiel, das ist halt sehr ausbalanciert. Mhm. Wenn man jetzt aber die Umweltbedingungen sich ändern, irgendwas verschlechtert sich, dann kann eben so ein Pilz auch mal schnell explosionsartig sich vermehren. Mhm. Und dieses Gleichgewicht ist dann nicht mehr hergestellt. Und die Huminstoffe sorgen eben dafür, dass der Fisch resistent auch ist. Also stressresistent gegen alle möglichen Angriffe von außen. Ja. Und direkte Wirkung gibt es auch und das ist eigentlich relativ neu. Das hat man damals nicht so gedacht auch, dass die Huminstoffe auch in den Organismen selber wirken. Okay. Und zwar sind sie sogar membrangängig, sie gehen also auch in die Zellen rein, fördern zum Beispiel Kalziumaufnahme, gerade wenn wir beim Schwarzwasser sind. Da sind ja pH-Werte von 3, 4 manchmal zu erreichen. Da dürfte ja eigentlich gar kein Fisch drin leben, weil kein Knochen könnte sich ja aufbauen bei diesen Säurewerten. Ja. Ne? Und da sind die Huminstoffe lebenswichtig, absolut lebenswichtig. Denn die sorgen zum Beispiel dafür, dass die wenigen Mineralien in den Flüssen aufgenommen werden und nicht wieder rausgeschwemmt werden. Also Calcium, Natrium, solche Dinge zum Beispiel, das kann der Fisch bei sich behalten. Ja. Durch Huminstoffe. Also heißt es eigentlich, dass einerseits senken die Huminstoffe ja den pH-Wert ab? Oder ist das wieder ein anderer Stoff, der das eigentlich tut? Nee, das ist Huminsäure, ja. Das senkt ist schon. Ist ja interessant. Sie senkt dann auf der einen Seite den pH-Wert ab und sorgt auf der anderen Seite dafür, dass aber die Organismen da drin trotzdem noch halt. Genau, also unabhängig von diesem pH-Wert da leben können. Also Huminstoffe sind biologische Stressoren, eigentlich, so sagt man das, dass die also eigentlich etwas reizen an den Fisch. Also es ist nicht so, dass der das freiwillig aufnimmt, weil er das irgendwie verwerten kann, weil er daraus Energie oder irgendwas zieht, sondern diese Huminstoffe reizen halt den Fisch. Und diese Reize sind praktisch evolutionsbedingt auch lebenswichtig für alle Organismen, denn nur durch diese Reize entwickeln wir sozusagen etwas Positives daraus. Wir als Beispiel jetzt Sonnenlicht ist ja, reizt unsere Haut zum Beispiel sehr, aber ohne Sonnenlicht könnten wir ja nicht leben. Ne? Ja, Vitamin D brauchen wir. Wir brauchen das Sonnenlicht. Wird ja auch keiner auf die Idee kommen, die Sonne abzuschalten, nur weil er keinen Sonnenbrand haben möchte. Aber so ist es eben in der Natur, dass diese Stressoren dafür sorgen, dass die Organismen diese Stressoren ja immer um sich haben, dafür sorgen, dass die dadurch was Positives bewirken. Okay. Schon interessant. Und dann hast du mir gerade auch schon erzählt, also du hast ja jetzt eh schon gesagt, du würdest das generell immer empfehlen, für jedes Becken. Ja. Gibt es irgendwelche Ausnahmen? Nein. Es gibt keine Ausnahmen. Okay. Und weil einfach überall auf der Welt diese Huminstoffe immer in der Mehrzahl sind, also die sind immer zahlreich vorhanden und die Organismen, egal ob Pflanze oder Tiere, haben sich darauf eingestellt und benötigen eigentlich diese Stressoren sozusagen, damit sie auch resistent sind. Mhm. Also über die weißen Blutkörperchen wird das Immunsystem angeregt und gestärkt. Das sind Verletzungen heilen schneller, das sind alles so Dinge, die Huminstoffe bewirken. Deswegen sollten wir Aquarianer auf keinen Fall auf Huminstoffe eigentlich verzichten. Mhm, okay, das heißt aber auch, dass alle Showbecken, die zum Beispiel hier stehen, die alle gut aussehen, alle klar sind, nicht braun gefärbt oder so, da habt ihr dann was drin. Absolut. Wir haben hier in jedem Aquarium Huminstoffe drin. Aufgrund dieser wissenschaftlichen Untersuchung und wann hat man mal die Chance, dass man die Wissenschaft sozusagen auf unserer Seite hat und sich mit dem Thema Aquaristik beschäftigt. Da hat also der Dr. Christian Steinberg von der Humboldt-Universität zu Berlin und seine Gruppe sehr intensiv geforscht, was Huminstoffe im Wasser bewirken und was die machen. Und da sind wir natürlich super dankbar, weil das zeigt uns, hat uns die Augen geöffnet, muss man ehrlich sagen. Ja, klar. Ja, ja gut, dann ist natürlich jetzt die Frage, ich habe es ja bei mir jetzt in den Wetterbecken so, ich benutze Seemandelbaumblätter, ich benutze Erlenzapfen und ich benutze halt so einen Schwarzwasserextrakt. Mhm. Und
bei mir macht es das Wasser komplett braun. Ich finde es ehrlich gesagt mittlerweile sehr hübsch, weil tatsächlich auch, ich habe das Gefühl, die Farbe des Tieres in diesem bräunlichen Wasser kommt anders zur Geltung, als wenn es klar wäre. Ja. Aber wenn du sagst, es geht auch ohne, ist das natürlich gerade jetzt fürs Aquascape nochmal spannender. Wie stellen wir es dann her? Ja. Wie fangen wir jetzt an? Also die Sachen, die du verwendest, die Erlenzapfen zum Beispiel, haben eben auch eine stark bräunende Wirkung. Und wenn du ein Konzentrat an Huminstoffen verwendest, was du so gekauft hast, dann hast du im Prinzip jetzt überdosiert. Aber nicht im Sinne überdosiert, dass es irgendwie schädlich wäre, sondern das ist nicht notwendig. Okay. Weil das wurde eben in diesen zahlreichen Untersuchungen auch bestätigt, dass selbst geringste Konzentrationen schon ihre Wirkung zeigen. Ja, also man kann zwar schon bernsteinfarben machen oder auch sogar braun, ist aber in den meisten Fällen nicht notwendig, sodass man eben im kleinen Milliliterbereich arbeiten kann, der das Wasser noch nicht großartig braun färbt, aber die Huminstoffe wirken eben trotzdem. Okay. Das ist so ein bisschen abhängig von den Huminstoffen, von dem Produkt auch, denn ich weiß natürlich nicht, welche Grundsubstanz sozusagen in den ganzen Produkten, die man am Markt kaufen kann, drinne sind. Da gibt es schon Unterschiede an Huminstoffen, aber in der Regel kann man sagen, es muss nicht braun sein. Okay. Sollte dann allerdings auch wöchentlich nachdosiert werden, weil Huminstoffe werden eben auch verwertet, verstoffwechselt, sodass man eigentlich einmal in der Woche so ein bisschen kleinen Schluck dazu geben sollte. Das wäre jetzt genau die Frage gewesen, weil wenn ich mein Wasser sozusagen braun habe, dann sehe ich ja, wenn es weniger wird tatsächlich. Ja. Ne? Also wenn ich das reingebe, dann habe ich so 3-4 Tage, habe ich da irgendwie eine schöne dunkle Farbe und dann lässt es so langsam nach. Genau. Und so nach einer Woche ist es eigentlich wieder klar. Ja. Und dann wäre so für mich jetzt mein Impuls gewesen, okay, dann gebe ich jetzt wieder was dazu. Ja, das aber ist wenn ich es halt von vornherein gar nicht sehe, wie sollte ich es dann dosieren? Also dadurch, dass du es ja regelmäßig machst, weißt du ja, dass sie drin sind, die Huminstoffe. Also du kannst es im Prinzip dann nicht an der Färbung ausmachen, sondern wähle deine Milliliterzahl für dein Becken, dass du gut damit leben kannst. Ne? Wie gesagt, so einen ganz leichten Bernsteinton wäre super für die Tiere, kann auch noch weniger sein, aber wäre schon super. Und wenn du das einmal in der Woche machst, kann das auch nach 2-3 Tagen wieder klar sein, das Wasser. Die Huminstoffe sind ja aber trotzdem noch da, haben sich auch an Oberflächen angesetzt und zeigen da ihre Wirkung, also gerade auch an den Tieren setzen die sich an, in den Tieren, auch außerhalb der Tiere, an den Kiemen, sodass sie da ihre Wirkung zeigen. Und wenn sie dann, sag ich mal, nach Ende der Woche ein bisschen wenig von den Huminstoffen haben, macht das nichts. Ja. Also du hast dann nach 2 Tage später hast du wieder dosiert, dann haben sie wieder ihre Dosis bekommen. Es ist ja zumindest überhaupt was drin gewesen oder regelmäßig immer was drin. Genau. Das ist das Wichtige, wirklich Wichtige, als ganz drauf verzichten. Ja. Weil du kannst zwar mit dem Seemandelbaumblatt und mit Erlenzapfen deine Huminstoffe ins Wasser bringen. Die Konzentration in diesen Produkten ist nicht so, dass die das über Wochen abgeben. Sie geben das relativ schnell ab. Sie lösen sich halt auch die Stoffe im Wasser, sodass du eigentlich wöchentlich dann da neue Blätter reinlegen müsstest. Das will ja keiner. Also deswegen würde ich dann mit einem Produkt zusätzlich dazu geben. Bei den Naturprodukten war auch immer mein Problem sozusagen damit, ich kann sie ja überhaupt nicht präzise dosieren. Genau. Also je nachdem, was für einen Zapfen ich da habe, manchmal halte ich die ins Wasser und da kommt eine riesige Wolke raus. Ja. Und manchmal halte ich sie ins Wasser und es passiert nichts. Und ne, dann ist ja auch die Frage, also die Konzentration wird ja immer unterschiedlich sein, je nachdem, was für ein Blatt und was für ein Zapfen und wie auch immer. Und da muss man natürlich jetzt auch sagen, ihr habt ja hier halt auch in der Richtung dann, wahrscheinlich basierend auf diesen Erkenntnissen aus diesen Studien, auch tatsächlich selber Sachen entwickelt. Ne? Ja, richtig. Also wir haben uns natürlich diese Untersuchung zunutze gemacht. Da in der Wissenschaft ist es ja so, dass die Wissenschaftler bemüht sind, immer einen Ausgangsstoff zu haben, den sie kennen, der analysiert ist, damit eben auch die verschiedenen Ergebnisse immer gleich ausgewertet werden können. Und das haben wir uns natürlich zunutze gemacht. Und da gibt es ein Produkt, das sozusagen sehr hoch konzentriert an Huminstoffen ist, was wir als Basis für unser Produkt verwenden. Ja, du hast ja hier was, also zeig mal gerne, was du da jetzt hast und sag mal kurz was dazu, wann ich was wie benutzen sollte. Wir haben das einmal als Pulverform und das Blackwater Powder von Salty Shrimp. Salty Shrimp ist unsere Hausmarke. Da bieten wir Wasseraufbereiter an, Mineralsalze. Und dann haben wir das Ganze auch als flüssige Variante. Ist vielleicht ein bisschen praktischer, weil das Pulver muss man schon drauf achten. Das ist, färbt halt sehr, sehr braun, wenn man das auf Klamotten oder so bekommt. Okay. Aber das ist für Leute, die Schwarzwasser, wirklich schwarzes Wasser herstellen wollen, die nehmen gerne das Pulver. Für Leute, die Huminstoffe in ihr Becken haben wollen, tropfenweise zugeben wollen, die greifen gerne zu dem, also zu der flüssigen Variante. Sozusagen sagen, wenn ich färben will, Pulver, wenn ich ein klares Wasser behalten will,
Es ist ein bisschen effektiver noch vom Preis her. Mhm. Also könntest du sozusagen mehr Schwarz herstellen mit dem Pulver. Und ja, aber eigentlich, du kannst beides gut verwenden. Mhm. Aber wir haben halt einige Kunden, die uns Feedbacks geben. Da hat sich gezeigt, dass die Leute, die gerne Schwarzwasserfische haben und das Wasser auch ein bisschen schwarz haben, die greifen gerne zum Pulver. Okay. Wird dann einfach auf die Wasseroberfläche gestreut? Ganz genau, es löst sich sehr schnell im Wasser dann. Ja, aber der Grundstoff ist beides der gleiche. Würdest du denn trotzdem irgendwie Naturprodukte noch mit ergänzen oder würdest du sagen, es ist halt völlig okay oder ist es sogar besser, wenn es halt so dosiert? Ja, ich würde es schon machen. Also ich mag es einfach persönlich auch, wenn ein bisschen Blätter im Aquarium liegen. Gut, aber das ist ja erstmal eine optische Sache. Genau, ist eine optische Sache. Also klar, bei Garnelen, die fressen es auch, müssen wir vielleicht Garnelen mal so ein bisschen ausklammern. Ja. Wenn es jetzt einfach nur darum geht, den Stoff ins Wasser zu bringen. Ja, das wäre dann nutzlos. Ja, okay. Also das bräuchte nicht nutzlos, aber du bräuchtest es dann nicht. Ja. Das wäre einfach nur noch eine Dosierung mehr. Ja. Das bräuchtest du nicht. Hm. Du könntest aber im Prinzip, auch wenn du es wirklich selber herstellen möchtest, dann im Wald dir Buchen, Eichenlaub oder Ahornlaub zusammensammeln. Kannst es zu Hause in einem Mixer auflösen, aufweichen in einen Mixer und dann über einen Kaffeefilter abtropfen lassen und dann hast du im Prinzip auch schon deine Huminstoffbasis. Mhm. Es ist zwar, wie gesagt, Huminstoffe sind nicht auf der Welt überall gleich und selbst in einem Biosystem, Ökosystem ändert sich das von den Jahreszeiten auch, der Huminstoffgehalt, aber du kannst da nichts falsch machen. Du hast dann auch deine Huminstoffe und die wirken dann auch entsprechend. Mhm, gut. Eine Sache vielleicht noch so zum Schluss. Du hast vorhin schon gesagt, Leute, die dann Schwarzwasserfische haben, das heißt, es gibt durchaus auch Tiere, die dann vielleicht auch diese dunkle Farbe explizit bevorzugen. Ja, sogar auch wirklich benötigen. Also auch da ist die Wissenschaft dran und die hat gezeigt, dass Tiere, die aus diesen Schwarzwasserhabitaten kommen, die also sehr, sehr reich an Huminstoffen sind, dass die sogar wirklich Mangelerscheinungen zeigen, wenn du sie nicht in Schwarzwasser hältst. Hast du ein paar Beispiele? Aus dem Rio Negro und die Welse, die aus Südamerika kommen und das, was du aus den Schwarzwasserflüssen da bekommst, der Neon ist zum Beispiel. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch sehr interessant. Ist ein klassischer. Neon ist halt natürlich auch so ein klassischer Fisch, den jeder irgendwie irgendwo hält, ne? Ja. Aber wahrscheinlich selten in gefärbtem Wasser. So. Ja, genau. Also auch da gilt aber, du musst das bei den Tieren auch nicht schwarz färben. Mhm. Also die brauchen aber diese Huminstoffe. Mhm. Weil es hat sich einfach gezeigt, dass die Tiere, die das von ihrem Habitat schon sehr, sehr extrem hoch dosiert haben, sich darauf eingestellt haben, dass sie diese Stoffe auch bekommen. Mhm. Bei Garnelen auch bestimmte Arten, die vielleicht expliziter? Alle, expliziter nicht, aber alle Arten. Ja, also Garnelen ohne Huminstoffe zu halten, ist im Prinzip auch wieder der Natur. Du kannst letztlich kein Aquarium naturnah herstellen ohne Huminstoffe, weil eben, wie ich schon sagte, in jedem Habitat. Es gibt da so wenige Ausnahmen. Baikalsee ist zum Beispiel einer, der hat recht wenig Huminstoffe, aber du findest in diesem See auch eine sehr spezialisierte Fauna. Ja. Tiere, die in den Randflüssen oder in den Zuflüssen leben, wo die Huminstoffe dann doch sehr hoch sind, können im Baikal dann nicht überleben. Mhm. Also das teilt sich dann schon auf, aber du hast trotzdem oder du hast überwiegend in den Habitaten alle Fische, die wir in unseren Aquarien halten, auch Garnelen und Pflanzen genauso, benötigen diese Huminstoffe einfach. Also das ist einfach von der Natur her so vorgegeben, würde ich als Aquarianer dann auch nicht ändern, weil sich eben in diesen Untersuchungen gezeigt hat, dass die Wirkung eine entsprechende ist. Bei den Pflanzen zum Beispiel, das wirkt als natürlicher Chelator. Du hast also das Eisen, was du dem Aquarium zugibst, hast du viel länger verfügbar für die Pflanzen auch. Könntest eventuell sogar die Dosierung deiner Düngung reduzieren, wirst es allerdings... Wenn du jetzt noch gar keine Huminstoffe verwendet hast, wirst du wahrscheinlich sogar einen Unterschied sehen. Wenn du jetzt ein bisschen was dazugibst, sodass es dich auch farblich gar nicht stört, wirst du einen Unterschied sehen, dass die Pflanzen besser wachsen. Interessant. Das ist auf jeden Fall interessant. Kann ich das irgendwie messen als Privatmensch ohne Labor? Nee, also die analytische Einheit ist DOC. Dissolved Organic Carbon. Mhm. Das können wir aber, haben wir keine Gerätschaften für. Also, das waren auf jeden Fall ordentlich viele Infos jetzt. Und auch viel Neues für mich. Also wie gesagt, und das war ja auch für mich der Grund, warum ich das jetzt hier eben zusammen mit Carsten einmal machen wollte, weil ich halt selber genau weiß, wenn ich mich da jetzt erstmal hinknie und das alles durcharbeite, das hätte schon sehr lang gedauert und du kannst es jetzt einmal aufbereiten sozusagen. Schau gerne mal nach Publikationen für der wissenschaftlichen Untersuchung. Das ist total spannend. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir unten in der Videobeschreibung vielleicht auch noch was verlinken, wenn die Sachen öffentlich verfügbar sein sollten. Bei manchen Publikationen hängen die ja häufig hinter so einer Paywall.
müssen wir mal gucken. Mhm. Aber da werde ich auf jeden Fall zumindest die Titel jeweils nochmal unten reinschreiben, dass ihr da gerne auch selber nochmal nachgucken könnt. Hat sich übrigens auch, wenn ich das noch anfügen darf, die Tiere leben teilweise länger, hat sich gezeigt. Mhm. Es gibt sogar Versuche mit so einem Fadenwurm, Cenohaptitis elegans heißt der. Der ist sogar, dem hat man sozusagen die Entscheidung freigelassen, obwohl der seit Generationen ohne Huminstoffe gezüchtet wurde, hat man ihm dann eine Wahl gegeben und er hat sich nachher in die Konzentration, in eine leichte Konzentration an Huminstoffen freiwillig hineinbegeben. Ja. Ja, das ist eben so der Widerspruch, den die Wissenschaft damals nicht erklären konnte. Warum gehen die Tiere so zu ihrem Stressor hin? Ne? Und da hat sich gezeigt, dass die Tiere dann länger gelebt haben. Cool. Unter den Bedingungen. Cool. Also das ist schon wirklich sehr spannend und deswegen plädiere ich dafür, Huminstoffe, die gehören einfach in ein Aquarium auch rein. Gut, deshalb auf jeden Fall auch die Sachen, die wir jetzt gerade einmal kurz vorgestellt haben, die Sachen hier von Glasgarten und von Salty Shrimp, auch die unten in der Videobeschreibung werde ich einmal verlinken. Könnt ihr euch dann auch gerne mal anschauen. Ich denke, das war eine schöne Gesprächsrunde. Ja, klasse. Sollten hoffentlich alle gut aufgeklärt sein, ich selber auch. Ich freue mich da ja selber auch mal drüber, wenn ich da noch was lernen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss. Wenn du keine Folge des AAA-Podcasts mehr verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast auf iTunes oder im Podcatcher deiner Wahl. Außerdem kannst du unter aquaowner.eu deine Fragen zu diesem Podcast einsenden, wenn du möchtest, dass sie von mir hier beantwortet werden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden und bewerte ihn auf iTunes. Das würde mich sehr freuen und mir sehr weiterhelfen. Ich freue mich darauf, dich in der nächsten Folge wieder hier begrüßen zu dürfen.